Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen darum gekümmert, dass wir das Kriegerlager ausbauen, haben ein paar Wikinger angeheuert und einen Hauptmann ernannt und gleichzeitig Azar Bericht erstattet und erfahren, dass unser Vetter der König von England, von Irland ist. Also sehr interessante Wendungen hier. Allerdings kümmern wir uns jetzt erstmal nicht darum, sondern wir schauen mal nach, was hier oben los ist. Denn wir haben ja ein Gesprächsfetzen mitbekommen, von diesen beiden hier, glaube ich, dass ein seltsamer Fremder mit einem kleinen Mädchen hier aufgetaucht ist und die sind irgendwie eine Kampfgruppe oder so. Also das würde ich jetzt erstmal nachgucken. Falls überhaupt was triggert, okay. Ist das alles? Dieses Festmahl muss großartig werden. Ja, es ist unsere letzte Chance. Wolfsmahl! Willkommen in Köfnertorp. Ich bin Eivor, aber das scheint ihr ja schon zu wissen. Du bist uns wohl bekannt. Ich bin Turka Sinriks Dotter. Und der fränkische Langweiler ist mein Berater Piers. Wir sind hier im Namen von Siegfried vom Frankenreich, berühmter Krieger und Anführer der dortigen Nordmänner. Ihr scheint euch hier schon heimisch zu fühlen. Wie sollten wir auch nicht? Was ihr hier aufgebaut habt, ist wunderbar. Das Gästehaus fügt sich gut ein. Wir haben zudem neue Geschmäcker aus dem Frankenland für eure Tafel mitgebracht. Habt ihr Durst? Dann kostet von unserem Würzwein. Sehr großzügig. Einige würden sagen, zu großzügig. Sieh es als Zeichen des guten Willens von meinem Onkel Siegfried. So von Clan zu Clan. Käme heraus, dass ich ein Festmahl verweigert hätte, würde Blut fließen. Ich nehme es also an. Sehr gut, du ehrst uns. Refnetop erinnert mich daran, wie das Frankenland einst war. Wenn ich könnte, käme ich oft zu Besuch. Du wärest willkommen. Jedoch bringt ihr eure Gaben sicher nicht ohne Grund. Ich warte auf den Gefallen, um den ihr uns bitten werdet. Was man über deine Urteilskraft hört, stimmt wohl. Lass mich gern heute bei Ale an deiner Weisheit teilhaben. Beginnen wir? Ja, dann schauen warum wir nicht? Mal, ob diese fränkischen Leckerbissen etwas taugen. Essen wir! Das ist mal ein Riesengrill. Aber erstaunlich wenig Leute. Kann man nur Ale dem Wallen vorziehen. Gott, ich werde es nie verstehen. Ihr Nordleute besiegt uns Franken vielleicht auf dem Schlachtfeld. Doch im Trinken sind wir ungeschlagen. Naja, was antworten wir da? Also ich habe keine Ahnung. In meinem Kelch wird immer Ale sein. Nicht nur der Kanal trennt uns, sondern auch ein ganzes Meer des schlechten Geschmacks. Ich will euch etwas zeigen. Auf unseren Reisen durch Englerland nahm ich in Raubzügen und Schlachten Schwerter an mich. Dieses holte ich mir in einem Holmgang gegen zwei einfältige Brüder in East Angla. Es mag nur ein Wundenzweig sein, und doch ist es mein Liebling. Ihr habt also alle Winkel dieses Landes bereist, bevor ihr nach Hefnertop kamt? Wozu? Ich möchte dich und deinesgleichen für die ruhmreichen Raubzüge entlang der Sequana gewinnen. Mit wem hast du bisher gesprochen? Mit vielen. Jarl Heming, Gudrum, sogar Halfdan. Harris selbst soll belagert werden. Und danach werden wir mehr Reichtümer angehäuft haben, als sich irgendwer in Englerland vorzustellen wagt. Lass mich raten, wie viele Jarls sich deinen Raubzügen und Belagerungen anschließen. Keine. Sie begreifen das Ausmaß der Schätze nicht, die wir erbeuten können. Was willst du wirklich, Turka?
Jedes Wort, das ich sprach, ist wahr. Aber da ist noch etwas anderes. Eine neue Macht erhebt sich im Frankenreich. Eine Macht welcher Art? Die fränkischen Königreiche wurden unter einem König vereint. Dem fetten Charles. Und mit dieser vereinten Kraft wendet sich Charles nun langsam gegen die nordischen Dörfer. Er tötete meinen Vater und löschte mein Dorf aus. Für deinen Vater und dein Dorf tut es mir leid. Wir haben jedoch unsere eigenen Sorgen hier in diesem Land. Bleibt Charles an der Macht, werden diese Sorgen wachsen. Nachdem er im Frankenreich fertig ist, wird er nach Englerland kommen. Charles wird dich und deinen Clan verfolgen. Seine Heere verdoppeln sich täglich. Echte Krieger, auch Berittene. Kein Vergleich mit euren sächsischen Bauern und Fischern. Wenn der Rabenclan euch helfen sollte, was würdest du von uns verlangen? Unser Anführer Siegfried bereitet die Belagerung von Paris vor, damit die Franken ihre Taten wieder uns Nordleute überdenken. Und nebenbei werden unsere Langschiffe vollgeladen mit Schätzen. Klingt, als hätten die Templer dort auch schon ihre Finger im Spiel. Meine Späher bestätigen die Behauptungen Tokas und ihrer Leute. Doch zuvor sah ich keinen Grund, unseren Clan einzubringen. Siehst du diesen nun? Hat dieser wahnsinnige König Charles es wirklich auf Englerland abgesehen, sollten wir handeln. Dieser Siegfried, von dem sie sprach, versammelt dort Nordleute. Uns ihm anzuschließen, könnte die Gelegenheit sein, sich dem neuen König zu widersetzen. Oder ich könnte diesen Charles selbst treffen und ihn, wenn er nicht verhandeln will, töten. Unser Problem geht über einen König hinaus. Töten wir einen, kommt ein anderer. Sollte er durch einen unserer Nordlinge aus Englerland erschlagen werden, könnte das die Franken noch eher zu uns treiben. Dann werde ich abwägen, wen ich im Frankenreich töte und mit wem ich mich verbünde. Ein ruhiger König könnte Hefnertorp Sicherheit bringen. Lass mich das Schwert sehen. Ich will die Schmiedekunst begutachten. Nein, das ist mein Diebesgut. Na schön. Willst du es mir nicht zeigen, muss ich es mir nehmen. Mach dich bereit, Piers. Ich fordere dich zum Holmgang heraus. Genug. Toka, du kamst hierher, um Hilfe gegen diese neue fränkische Bedrohung zu finden. Der Rabenclan wird dir beistehen. Wirklich? Wirklich? Ich verspreche dir, ihr werdet es nicht bereuen. Suche Piers auf, wenn ihr bereit seid, und wir brechen umgehend ins Frankenland auf. Hab Dank. Haben wir ihm den Arsch gerettet. Gut, aber wir haben gesehen, Stärke 200. Das heißt, das ist etwas für später in der Geschichte. Und ich glaube, das ist auch so vorgesehen, denn eigentlich müsste ja unser Bruder die Entscheidung treffen, ob unser Clan... Oh, mein Kopf. Wäre ich nur bei Ale geblieben. Toka sagte, ich solle zu Piers gehen, wenn ich bereit für die Reise ins Frankenland bin. Dass unser Clan sich halt mit den Franzosen anlegt und dort rüber geht und da wir die Entscheidung treffen. Und das Orakel uns ja schon eine seltsame Fügung des Schicksals vorausgedeutet hat, dass wir unseren lieben Sigurd verraten werden, glaube ich, ist es eigentlich dafür vorgesehen, wenn wir schon wesentlich weiter in der Story fortgeschritten sind, ganz davon abgesehen, dass wir die Stärke auch noch gar nicht haben. So, okay. Gut, dann hätten wir jetzt zuerst einmal zwei Quests angenommen, die wir jetzt im Moment noch gar nicht machen. Jetzt gucken wir mal nach Siedlungsstufen. Finde und töte die Mitglieder des Ordens. Das ist natürlich was, das wird uns das ganze Spiel über begleiten. Wikingerzug. Reda braucht Hilfe, um das Netzwerk von 1000 Augen zu vergrößern und seinen Einfluss in England auszuweiten. Er ist ein großartiger Händler und weiß, wie man seinen Geschäftspartner entlohnt. Das war der, glaube ich, oder die, der Junge eventuell. Eine kurze Geschichte der Verborgenen. Heitam glaubt, dass in den Bruderschaftshäusern der Verborgene vergessenes Wissen lagert. Mach dich auf die Suche danach. Gut, das sind alles so langwierige Quests, die wir erstmal
im Laufe der Geschichte irgendwann mal lösen werden. Ich denke, wir könnten mal gucken, dass wir diese Quest hier mal einmal zuerst verfolgen, oder? Was denkt ihr? Dazu brauchen wir nur einmal das Langschiff betreten. Ich hoffe, weil wir uns im selben Ort befinden, ist die Ladezeit jetzt nicht ganz so lange. Ein Hiere. Steiner scheint eine Menge Energie in sich zu beherbergen. Finde den Brennpunkt dieser Energie, um ihre Quelle zu... Das könnte eventuell Stonehenge sein. Müssen wir mal gucken. Menhire gibt es ja in ganz Europa. Und Megalith-Bauten der Megalith-Kultur. Also eine Kultur, die eine ganze Weile vor den Wikingern schon existiert hat. Praktisch in der frühesten Jungsteinzeit. So, okay, was haben wir denn hier? Wir gehen mal erstmal zu der Trinkhalle. Ich habe schon wieder innerhalb von 2 Sekunden beim Reden vergessen, was ich eigentlich vorhatte. Also wir gehen jetzt zur Trinkhalle und schauen mal. Rohmaterial erhältst du? Okay, aber wir haben doch jetzt ein paar neue Gebäude gebaut. Also müssten wir da nicht eigentlich eine Stufe zumindest steigen? Was war das hier? Festmahl beginnen, okay, das geht also auch. Er könnte Gutbahn sein, einer der unseren. Thekla, du siehst aus, als hättest du mit einem Bären gerungen. Stimmt etwas nicht? Götter, Eivor, ich wurde beraubt auf der Straße von hier nach Linkolne. Von wem? Konntest du einen Blick erhaschen? Es waren Sachsen, so viel ist sicher. Ein ganzer Haufen haben mir 4 Fässer Ale und mein ganzes Silber abgenommen. Der Stämmigste hat mich vom Pferd gezerrt, an sich herangezogen und gesagt, dass Gutbahn zu Hause erwartet wird. Gutbahn? Das bedeutet so viel wie Schlachtgebein auf Sächsisch. Bist du sicher? Genau das sagte er. Hier heißt doch niemand so, oder? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe nichts dagegen, dass wir Waisen aufnehmen, Eivor. Aber einige dieser Sachsen kennen wir kaum. Wir müssen uns umhören. Eine gute Idee. Ruh dich aus. Ich kümmere mich darum. Danke dir, Eivor. Okay. Finde heraus, wer Gutan ist. Die sächsischen Einwohner Treffrindetorps wissen vielleicht mehr. Gut, dann hören wir uns mal um, würde ich sagen. Also, das dürfte ja kein Problem sein. Vielleicht hat ja auch der gute Assisi hier von der Bruderschaft einen Tipp, wer hier im Ort verdächtig ist. Oder zu wem wir hier erstmal gehen sollten, um Informationen zu bekommen. So. Was kann ich nehmen? Was tust du hier noch gleich? Wenn du ein Mitglied des Ordens der Ältesten auslöschst, bring mir dessen Siegel. So kann ich wissen, wer uns keine Probleme mehr macht. Ich muss gehen. Ist ja schon ganz praktisch, dass die Jungs alle ein Siegel bei sich tragen zur Identifikation. Aber ich hätte jetzt eher gedacht, dass dieser Geheimbund uns auch ein bisschen helfen kann, hier herauszufinden, wer dieser Gutbahn ist und wo wir den finden. Weil eigentlich gehe ich davon aus, dass die gut unterrichtet sind. Ich denke mal, hier wird nicht viel sein. Oder? Ah, hier vorne. Okay, da müssen wir das erste Mal reden. Hier läuft unser Hauptmann. Ist das überhaupt unser Hauptmann? Guck mal. Nee, das ist einer von den Jungs, die wir angeheuert haben, oder? Na, der letzte, glaube ich. War schon nicht schlecht. Der sieht aus, als könnte er sich im Kampf gut schlagen. Es ist schon verdächtig. Warte mal, da war noch was zum Lesen. Wir haben ihn ja, verdächtigen ihn ja eh schon. Sehr alter Brief. Tjörborn, ich bete, dass dich dies wohl auch vorfindet. Der Brief ihn wohl auch vorfindet? Na egal. Mir bleibt nun nicht mehr viel Zeit, auch wenn das Fieber kommt und geht. Eine Krankheit. In einem Leben der Gewalt und des Kampfes rafft mich eine Krankheit dahin. Vielleicht ist das der Lauf der Dinge. Vielleicht hat mich die Schnelligkeit der Tode, die ich den Schwachen bescherte, für die langsame Art abgestumpft, die welche einem Zeit zum Nachdenken gibt. Ich werde diesen Brief nicht in die Länge ziehen, wie es mit mir geschieht.
Den Blutdurst habe ich dir eingebläut. So wurdest du nicht geschaffen. Du wurdest gütig, freundlich und liebevoll geboren, weich und fürsorglich. Darin liegt deine Stärke trotz deiner Größe. Das hätte ich verstehen und annehmen sollen. Stattdessen wisse nun derweil, wo du noch lebst, dass du friedlich sein kannst. Wisse, dass du aufhören kannst, zu kämpfen, zu töten, den Ruhm darin zu rufen. Liebe stattdessen, heile, umarme, backe. Sei der, den ich dich nicht werden ließ. Und wenn sie sich meiner als die Gnadenlose erinnern, lass es kein Lobgesang sein. Kein Ruhm liegt in dieser Macht, die mein war. Und im nächsten Leben werde ich es besser machen. Ich liebe dich, deine Mutter. Das macht ihn weniger verdächtig, in meinen Augen jetzt. Sei denn, er hat's nicht geschafft. Torbjörn, hast du einen Moment? Ich habe mich gefragt, ob... Ich bin Gutbahn, Eivor. Das bedeutet Schlachtgebein. Nicht gerade der Name eines heiteren Bäckers, nicht wahr? Kein guter Name für einen Bäcker, nein. Wie hast du diesen Namen erhalten? Bevor ich zu euch stieß, lebte ich ein anderes Leben. Ein brutales, blutiges Leben. Ich diente einer Bande Auftragsmörder. Als ihre Klinge durchzog ich die Wälder Englerlands und tat, was immer sie von mir verlangten. Und sie verlangten stets Gräueltaten. Als ich sie verließ, legte ich dieses Schwert ins Gras und legte einen Schwur ab. Ich schwor, nie wieder auch nur einen Tropfen Blut zu vergießen, keine Menschen mehr zu töten, keine Gräueltaten mehr zu begehen. Kein leichtes Versprechen für einen harten Mann. Doch, es fiel mir leicht. Dieses Leben hier habe ich mir immer gewünscht. Nie zuvor war ich so im Gleichgewicht. Das ist alles meine Schuld. Ich habe euch das eingebrockt. Also muss ich es auch richten. Torbjörn, wer dir droht, droht auch meinem Clan. Das lasse ich nicht zu. Diese Männer sind verdorben, Eivor. Du solltest nicht meine Schlachten schlagen müssen. Hast du nicht zugehört, Torbjörn? Wer dir droht, droht auch mir. Stellen wir uns ihnen. Gemeinsam. Also gut. Wir treffen uns draußen, wenn du bereit bist. Ich glaube, ich weiß, wo wir sie finden. Okay. Es ist also genau so, wie ich es vermutet hatte. Nimmst du jetzt das Pferd und ich muss zu Fuß gehen, oder was? Warte mal, ist das weit? 5 Meter, okay. Nee. Wir müssen nur mit ihm reden. Wenn du dich deinen alten Freunden stellen willst, ich bin jederzeit bereit. Gut. Ich gehe voran. Gut, er geht voran, steigt dann doch tatsächlich aufs Pferd ich will, und... dass du weißt, falls es zum Kampf mit meinem alten Haufen kommt, werde ich allein damit fertig. Du musst mir lediglich vergeben, mehr nicht. Es gibt nichts zu vergeben. Du hast sie verlassen. Sie kamen dir nach. Ich werde meinen Clan verteidigen. Egal, ob mit Axt oder bloßer Faust. Unsinn! Das hat nichts du mit lebst Kunst genau zu tun. Das Leben, das du leben willst. Du weißt die Feinheiten eines bissigen Spotts nicht zu schätzen. Deshalb verstehst du es nicht. Okay, nehmen wir uns mal das Pferd da oben. Bevor wir entdeckt... Ja, warte. Bevor wir entdeckt werden, sag mir, was uns erwartet. Werden sie sofort auf uns losgehen? Ich hoffe nicht. Nein, nichts derartiges. Das widerspricht Wolfs Vorgehen. Okay, da sind irgendwelche Könige. Nein, nichts derartiges. Das widerspricht Wolfs Vorgehensweise. Er ist äußerst gerissen und wirkt sehr freundlich, wenn man ihn kennenlernt. Man fühlt sich wie ein Freund, fast wie Familie. Ich traf ihn vor einem Jahrzehnt und er war der erste Mensch, der mich je willkommen hieß. Der erkannte, was in mir steckte. Er meinte, ich hätte eine Gabe. Für Einschüchterung, Überredung, für Gewalt. Er wusste genau, wie er meine Kraft und Größe einsetzen konnte. Oh Mann. Kill this big. Hier hatte auch jemand mal ein schönes Häuschen. Oder zwei. Vielleicht ein kleiner Hof. Oder... Guckt euch das an. Guckt euch das einfach an. Wahnsinn. Was erwartet uns hier noch alles? Wie lange wird dieses Let's Play dauern? Wir haben noch so unglaublich viel zu tun, liebe Leute. Und was wollen sie jetzt von dir? Sie wollen mich zurück.
Sie wollen, dass ich der Mann bin, für den sie mich halten. Ein großes, starkes Monster. Wilf und die anderen waren damals die einzige Familie, die ich hatte. Aber ihre Liebe war nicht bedingungslos. Wilf liebt nur, was er besitzen kann. Und was hast du nun vor? Ich weiß, dass ich nicht zurückgehe. Ich will nicht noch mehr Blut an meinen Händen. Alles andere ist schwer abzusehen. Wer weiß, was sie im Schilde führen. Vielleicht sollten wir dann lieber die Sache selbst in die Hand nehmen und dann lieber das Blut an unseren Händen kleben lassen, damit er seinen Schwur halten kann, den er gegeben hat, als er das Schwert ins Gras legte. Boah, ist das eine schöne Landschaft. Wahnsinn. Zum Räuberversteck. Ist es vielleicht sogar das Räuberversteck in den Sümpfen, das wir schon ein paar Mal gesehen haben? Bin mir nicht so sicher. Ich sehe halt nur überall unsere Leute rumlaufen. Aber es könnte sein. Nee, hier ist es okay. Warte, warte auf mich. Das hier nicht alle? Oh, da stehen die schon alle. Wir halten an. Dieses Haus da. Wahrscheinlich sind sie dort drin. Es mag unscheinbar aussehen, Eivor, aber lass dich nicht täuschen. Und nimm Wolf nicht auf die leichte Schulter. Er ist eine Schlange. Ich traf schon viele Schmeichler, die sich als Schlangen entpuppten. Ich weiß. Nur zur Warnung. Lass uns hineingehen. Draußen wird gefeiert. Schauen wir mal rein. Okay, von der Seite geht's anscheinend nicht. Was steht da hinten für eine Person? Mehrere Personen. Mein Junge, du hast meine Nachricht erhalten und du hast jemanden mitgebracht. Sag, wer bist du? Sein Aufpasser? Ich bin Eivor und die Frau, die ihr bestohlen habt, war Teil meines Clans. Das werde ich nicht dulden. Ich weiß, tut mir aufrichtig leid. Aber sag, Thekla, nicht wahr? Sag ihr, dass ihr Ale eines der besten war, das wir je soffen. Ich bin fertig mit euch, Wilf. Aber wir sind noch nicht fertig mit dir, Junge. Wir gaben dir Essen, Unterschlupf, Ale und Reichtümer. Wir machten dich zu dem, der du heute bist. All das, was ihr für ihn getan habt, hat er euch mit Blut und Schweiß zurückgezahlt, oder? Du hast eine scharfe Zunge, das gefällt mir. Doch die Tinte auf diesem Abkommen war längst trocken, bevor deinesgleichen nach Englerland kam. Aber gut, wenn du Torbjörns Namen reinwaschen willst, will ich dir gerne behilflich sein. Alles eine Frage des Geldes. Vor einigen Wochen haben Soldaten meine, sagen wir, persönlichen Gegenstände beschlagnahmt. Mich wollten sie auch mitnehmen, doch ich bin ihnen entwischt. Bring mir meine Habseligkeiten zurück, sofern du es dir zutraust. Wenn du das machst, ist dein Name rein. Nein, ich kann nicht. Ich habe mir geschworen, all das hier hinter mir zu lassen. Aber... Wenn du Torbjörn dann ziehen lässt, besorgen wir dir, was dir gehört. Wo sind diese Soldaten? Ihr Lager liegt unweit von hier im Westen. Ein Haufen dickköpfiger Tumba-Befehlsempfänger. Ihr könnt den Gestank nicht verfehlen. Dann wartet hier. Wir kehren zurück, noch ehe dir neue Hörner gewachsen sind. Gott sei mit dir, Eivor. Schlauer, gewiefter Typ wahrscheinlich. Da sollten wir aufpassen. Der wird Tjörbo nicht einfach so gehen lassen. Alter. Pferd. Ich will ja nichts sagen, aber du bist ein ganz schöner Rowdy. Gut. So. Sind auch schon bei 24 Minuten. Das heißt, wir machen jetzt in dieser Quest noch ein paar Fertigkeiten in unserem Baum. Einen Hammer wollen wir ja gar nicht haben. Wir waren, glaube ich, mehr auf Rabenclan.
denn hier? Fähigkeiten Schaden. Bogen-Nahkampfwechsel. Das klingt richtig gut. Abschussschaden. Können wir noch nicht machen. Gut. Stärke 46. Bisschen was fehlt, aber der Baum klingt schon mal richtig interessant für uns. So, okay, dann wollen wir mal gucken. Die sind ein paar 400 Meter weg. Das heißt, wir satteln mal wieder auf. Eivor, das ist nicht dein Kampf. Du musst das nicht tun. Werde ich aber. Hör gut zu. Wenn wir das Lager erreichen, überlass alles mir. Ich werde Wilfs Hab und Gut finden und zu dir bringen. Falls ich entdeckt werde, wird es unschön. Viele werden sterben und ich will dich nicht mit hineinziehen. Du sollst deinen Schwur nicht brechen. Kein Schwur steht über der Pflicht meinen Freunden gegenüber, Eivor. Sollten sie angreifen, lasse ich dich nicht im Stich. Falls es dazu kommt. Doch bis dahin halte dich zurück. Das werde ich. Du hast mein Wort. Okay. Das heißt im Klartext, wir gehen da sneaky rein. Aber, wie angekündigt, machen wir das erst in der nächsten Folge, liebe Leute. Bis dahin, was war das? Habt eine schöne Zeit und ja, bleibt gespannt. Also, bis übermorgen. Ciao.